Recht herzlich willkommen zur 114. Folge von Grand Age Medieval. Und zwar haben wir letztes Mal ja unsere Truppen hier unterwegs gehabt und einmal gegnerisches Land durchforstet. Davon ist hier eine Einheit übergeblieben. Geht die auch dahin? Ja, weil da haben wir nämlich eine Kaserne und da werden die vielleicht wieder aufgefrischt, weil das ist ja ganz schwach hier. Und das gleiche gilt hier unten für Truppen in der Stadt. Und die schicken wir mal nach Izmir, oder? Moralverlust, super, oder? Läuft. Ist ja noch einer da? Ja. Wir hätten die jetzt aufgefrischt? Ja. Ich glaube, die waren eben rot, die sind jetzt schon orange, oder? Vertue ich mich da? Schwertkämpfer plus 1. Kampfstärke 2, ja. Das wird definitiv verbessert. Da steht noch eine Einheit. Was machen die da? Die haben es wohl vergessen. Sicher. Wir greifen die mal an da gerade. Gucken, ob da noch welche sind, ne? Was machen die denn da jetzt? Sicher. Und kämpfen mit den Bären. Okay, 230 haben wir. Und bleiben das auch. Und die Bären werden weniger. Auch gut. Ja, hätte ich jetzt auch nicht mitgedacht, dass das so gut geht. Irgendwo hat es gerade einen Jingle gegeben. Wahrscheinlich, weil irgendwo gekämpft wird oder was. Ja, das ist jetzt ein Bogenschütze vom Gegner. Ja, das war's dann wohl mit der Einheit. Können die noch fliehen? Können die noch fliehen? Ja, sieht so aus. Gut, dann würde ich sagen, marschieren die mal ganz schnell zu der Einheit, damit das ein paar mehr werden. Sind die anderen schon angekommen? Ja, sieht so aus. Und da will ich hoffen. Nee, das ist jetzt nur eine Einheit, kann ja wieder nicht sein. Ach so, die. Nee. Wo sind die ganzen vielen? Alle. Ah nee, die sind da noch. Okay, war wegen Moralverlust wollten die auch nicht laufen, ne? Ja, super. Das ist dann wohl erledigt. Wir haben hier 164, 163 ungefähr am Laufen. Die Frage, wo unser Händlerschar ist. Route aktiviert. Route aktiviert. Ich weiß zwar nicht welche, aber lass ihn mal laufen. Hier ist auch noch wer. Der läuft aber schon. Der läuft auch. Da stehen noch ein paar Leute. Auf, auf! Die gehen sogar. Wow. Das ist schon mal was. Da war eine Ruine. Ja, dann nehmen die mal nach da einen mit. Wie sieht's mit den Truppen aus? Die sind schon aufgefüllt. Super. Dann haben wir ein paar mehr. Die zwei Einheiten haben Stärke 522, oder was? Und die haben zusammen 942. Auf, auf! Dann gehen wir mal da hin. Und kriegen wir die jetzt hier mal bewegt? Nö. Haben die denn alle Moralverlust? Sieht wohl so aus, ne? Naja. Haben wir da noch welche, die keinen Moralverlust haben? Die haben auch Moralverlust. Das ist dann nicht gut. Die steigern ihre Moral wieder, aber die reparieren sich auch gerade, obwohl 199. Was war das für ein Geräusch wieder? Ein Händler wurde ausgeraubt, okay. Gut. Der Weg ist das Ziel. Dann lassen wir die da unten mal hochmarschieren. Auf geht's. Lass mal gerade den Warenhaufen mitnehmen. Weil das ja doch bares Geld ist, was wir vielleicht jetzt brauchen können in der nächsten Zeit. Der nächste Händler wurde geplündert. Auf geht's. Gut. Truppe wird derzeit verlegt. Okay. Wer war das?
War bestimmt ein Speer der Feinde. Und da kommt noch ein Bogenschütze. Und hier, die werden wir jetzt mal gerade gleich... besuchen und gucken, auf. Was wir mit denen machen, ne? Wie haben wir? Wie haben die? Wir haben 1000, die haben gleich nichts mehr. Gut, das hat dann geklappt. Oh, der haut ab. So gut wie da. Und da gibt's die nächste Truppe, aber die ist auch durch. Los. Gucken wir da. Wie sieht es hier aus? Dann lassen wir die da mal belagern, oder? Macht vielleicht Sinn, oder? Gut. Jetzt wäre der Moralverlust hier unten natürlich nochmal zu checken. Ne, da waren sie gar nicht hier. Bei Mythras waren sie, ne? Mythras. Na, die laufen jetzt nicht. Wir haben aber auch ganz wenig Geld nur noch. Das bedeutet, die jagen mal raus. Weil da war sowieso nichts zu holen. Ah, das war verkehrt. Das ist richtig. Und die schicken wir auch raus. Alle Mann zum Gasthof. Weil wir haben jetzt gerade wieder kein Geld. Die schicken wir auch noch weg. Alle Mann zum Gasthof. Und dann... sind die anderen aufgefüllter, oder wie sehe ich das gerade? Moralverlust haben wir da noch, ja. Moral, schlechte Versorgung. Ja, müssen wir die mal verbessern eigentlich, ne? Aber das sieht jetzt gerade nicht so gut aus mit dem Verbessern der Moral. 31.000. Das dauert noch ewig, bis wir das geschafft haben, ne? Pazebo. Also der hat definitiv nicht mehr viele Truppen, ne? Die haben wir gerade eben alle kaputt gemacht, würde ich sagen, ne? Wo ist das gewesen? Bei Bursa. Okay. 11.000. Wir müssen unbedingt Geld machen mit den Händlern. Das sind 4 Einheiten, die wir noch haben. Händler sind alle unterwegs. Warum machen die keine Geschäfte? Das ist das Problem. Hier sind ein paar Truppen. Ich ziehe da mal eine Einheit von ab. Die sollen wir nach Sofia laufen. Gucken, wie da die Verteidigung aussieht. Okay, da treffen wir schon auf Gegner. Dann holen wir schnell welche nach. In der Hoffnung, dass es noch reicht. Okay. Das sieht gut aus. Rückzug! Jawohl! Nee, da gehen wir hin. Okay, da konnten wir jetzt leider nicht sehen, wie viel das ist. Unsere Truppen sind aber hin. Aber da sind einige... Ach, das waren 2 geteilt. Na super, das hat auch wieder gut funktioniert, ne? Rückzug! Ja, das haben sie geschafft, das ist schon mal gut. Moralverlust geht hier zack, zack runter, ne? Wird nicht lang dauern. Mit uns reicht nicht. Naja, jetzt ist vorbei mit der Moral. Alle gehen, alles klar. Dann war's das. Die Moralverlust auch. Das bedeutet, die können wir jetzt auch wieder alle erstmal entfernen, Geld machen und dann können wir ja weiter sehen, dass es klappt, oder? Immer das gleiche Spiel sozusagen. Weil da funktioniert ja sowieso nichts. Was sollen wir mit Urlaub? Weil, ja, die kosten uns jetzt nur Unterhalt erstmal, ne? Und da ist wieder der Moralverlust, weil wir kein Geld haben, also tschüss. Was sollen wir mit Urlaub? Da geht nix.
So, noch eine Einheit, die kriegt gerade Moral dazu. Die schicken wir mal hier hin. Aber die wird gerade irgendwo kämpfen müssen, oder was? Genau so ist es. Und ja, die sind definitiv besser wie wir wieder. Machen wir mal aggressiv. Ach, wie aggressiv? Dann haben wir die Überhand. Sehr interessant, oder? Naja, jetzt ist vorbei. Die eine ist dann auch kaputt. Die kannst du dann auch auflösen. Alle Mann zum Gasthof. Damit die kein Geld mehr kostet. Dann sind wir da auch schon wieder durch, ne? Das ist ja richtig gut gewesen. Also das wird nichts in der Form, was wir davor hatten, würde ich sagen. Jetzt machen wir da auch miese. Das heißt, wir schicken die auch weg. Schade, Urlaub. Ja, die hätten gerne gekämpft, ne? Aber ist halt so. Alle Mann zum Gasthof. Genau. Und die Moral von denen geht wahrscheinlich auch nicht hoch. Kavallerie. Ja. 105 bei 90. Ja, aber Gold ist da, ne? Jetzt langsam wieder. Aber weißt du was? Das wird zwar teuer, die wieder anzuschaffen, aber das ist momentan der einzigste Weg, den wir irgendwie sowieso da hinkriegen, glaube ich, ne? Da oben die. Ist nur eine Einheit, sehr interessant. So gut wie da. Schicken wir mal dahin. Wo ist jetzt der Angriff? Da oben. Aggressiv. Ja, aggressiv funktioniert schon mal gar nicht, ne? Gut. Jetzt haben wir noch einen Händlerüberfall gehabt wieder. Das ist nicht gut. Bei Bursa gibt es wieder Bären, die da alles kaputt machen. Gut, das hat sich hier erledigt mit dem Händler. Gut, dann sind wir jetzt so weit, dass das ein Plus gibt. Oh, da werden immer mehr überfallen. Ja, da ist wieder die Einheit, die sich hier reingesetzt hat. Ist auch nett, ne? Da wird der Händler immer wieder überfallen, wenn er da lang geht. Keine einzige Einheit mehr leider da, oder? Nee. Gut, wir müssen aber auch jetzt erst gucken, dass wir wieder Geld kriegen. Das ist nämlich ein bisschen knapp, wie wir gerade hier oben sehen. Händler sind gerade nicht unterwegs. Einheiten und Städte. Einkäufe 18.000, Verkäufe 36, Unterhalt 12. Der ist ja schon mal hier super, ne? Der Milos Dusan, der macht voll den Miesen. Der macht Plus, der macht auch Miese hier. Novica Horvat oder so ähnlich. Was hat denn der für eine Route da? Hat hier eine Auslastung. Wo ist denn der da? Und das bringt hier dann nix, oder was? Exquisit. Ah, Route deaktiviert. Lass uns mal die Route bearbeiten, oder? Dann lass uns diese Route nehmen. Und los geht's und Route aktivieren. Gucken, ob er dann mehr Geld macht. Novica Horvat heißt er. Das geht nicht. Novica Horvat, wo bist du? Fenster kann man auch nicht verschieben, auch sehr schön, ne? So, den haben wir die Route geändert, der macht Plus, der macht auch kein Plus, das ist Nikomedia. Wo ist der am rumlaufen? Da. Das ist hier unten, ne? Dann sollten wir ihm mal vielleicht noch
ein Städtchen mehr mitgeben und das vielleicht Ankara, oder? So. Nach da. Ne, dann nach da, nach da, nach dort, nach dort, nach dort, da, da und dann wieder dahin. Passt. In der Hoffnung, dass es mehr Geld bringt, ne? Weiß auch keiner. Das ist der miese machen, plus machen, plus machen. Der macht miese. Na, dann lass uns das mal angucken, wo das ist. Der läuft von da nach da nach da. Okay. Vielleicht würde der besser hier noch vorbeilaufen. Nee, das ist schlecht. Also läuft jetzt von da nach da, dann nach da. Nee, das ist auch doof. Mach das nochmal weg. Da lang? Nee. Also da, dort, 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 läuft. Gut, ja, jetzt werden unsere Händler immer überfallen, das ist ganz schlecht, aber ist halt so. Hier ist noch Orsova. Ah ne, das ist hier unser Freund Novika Horvat. Naja. Jetzt müssen die sich nur etablieren. Papalagon oder so ähnlich, keine Ahnung. Und das haben wir auch schon geändert. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, oder? Zurzeit ist es schlecht. Karadzic. Ja. Wo läuft denn der lang? Ach so, da oben, okay. Ja, ist schwierig jetzt zu beurteilen, ne? Ob das was wird oder nicht. So, wenn das Fenster offen ist, sind wir wie immer in der Pause. Oh Gott. Hier unten die Bilanz ist 2,8. Hier ist sie 2,5. Hier ist sie 4,1. Da ist sie 1. Da ist sie 2. Da ist sie 2. Da ist sie 2. 49. Und hier guckt ihr den mal an. Milos macht sowas von miese. Da geht er gar nicht. Aber jetzt macht er Plus. Dann lassen wir laufen. Okay, ist ja die Frage auch, wie es am Ende wird, ne? Ja. Gute Frage, ne? Zurzeit ist das Geld knapp. Ist die Frage, das Geld auf der Straße liegt. Aber zurzeit sieht das nicht so aus. Hier wird der Händler immer geplündert. Aber die sind jetzt gerade weggefahren, ne? Kann das sein? Dann läuft vielleicht besser. Jetzt werden sie gerade nicht ausgeplündert. Ja gut, aber da können wir jetzt auch nicht ganz viel dran drehen. Ich denke mal, für die Runde soll es dann auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.